Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Genau, ich bin's, euer Gastgeber. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebes Volk. Herzlich willkommen zu einem neuen, interessanten, lehrreichen, als auch wissenschaftlich belegten Video. Liebe Leute, ich habe mir in letzter Zeit nämlich mal Gedanken über ein spezielles Thema gemacht. Ein Thema, das jedem von euch schon aufgefallen sein sollte. Wenn ihr euch eine Frage in eurem Leben stellen könntet, welche wäre dies? Stellt euch selbst mal die Frage und fragt mal eure Kollegen und eure Kolleginnen. Wie wischt ihr nach dem Scheißen euren Arsch ab? Bleibt ihr sitzen oder steht ihr auf? Fragt mal eure Kollegen mal und ihr werdet verwundert sein, glaubt mir. Alles entspannt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Nee, ich habe mir letztes Mal ein bisschen darüber Gedanken gemacht, über das Thema Freundeskreis, ja? Jeder hat den Freundeskreis. Ich bin dann eben aber auf den Entschluss gekommen, wenn ich mir andere Freundeskreise so angucke, die machen entspannt zusammen Party, sind am Chillen zusammen, machen Unternehmen viel zusammen und sind eigentlich relativ normal. Ja, dann gucken wir uns doch einfach mal meinen Freundeskreis an. Ja, normalerweise ist es ja so, wenn ich mich jetzt mit einem Kollegen für einen Treffen oder sowas organisiere und sagst so, hey Digga, was geht, Mann? Naja, beim Treffen organisieren ist es eigentlich immer relativ easy. Man verabredet sich zu einer Uhrzeit und trifft sich dann. Du, Fredo! Thomas! Hi, na! Ja, genau, Fredo, hi, wie geht's dir, ja? Ja, mir geht's gut. Super, mir geht's auch klasse. Mir wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen, wie es dir geht. Nee, ist in Ordnung. Du, ich wollte kurz fragen, bist du schon gleich da? Weil ich bin schon da, ja? Du, ich bin in einer Minute bin ich da. Ich bin gerade mit meinem neuen E-Bicycle unterwegs. Ja, ist wirklich eine super Sache, das E-Bicycle. Super klasse. Nee. Ja, genau, ich freue mich auch, okay. Bis gleich, ich freue mich, gell? Mach's gut. Bis gleich, ich freue mich, gell? Tschüss. So ein Hurensohn. Naja, ich habe einen Kollegen. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht, Tim Gabel. Bei dem ist es ein bisschen anders, wenn ich mich zum Beispiel jetzt mit dem verabrede, ja. Jo? Yo, Tim, was geht ab, Mann? Ich bin hier schon übel am Hasseln, Digga. Wo bist du, Digga? Nein, alles easy, Digga. Ich bin gerade unter am Parken. Ich bin gleich da. Mann, Alter, ich dachte schon, du kommst zu spät. Nein, ich doch nicht, Digga. Tim ist nicht einer, der kommt 10 Minuten zu spät und sagt, dass er in 10 Minuten da ist. Tim ist einer, der hat noch eine Stunde Weg vor sich und sagt, dass er in einer Minute da ist. Tim, du Spaß! Ey, was ist los mit der Lache, gell? Die ist so behindert, das gibt's gar nicht. Naja, dann kennt ihr sicherlich alle den Kollegen, den ihr habt, mit dem ihr immer reden könnt. Eigentlich euer bester Bro, mit dem ihr über jedes Problem reden könnt, auch wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tun sollt. Könnt ihr den einfach easy anrufen und er sagt euch, was er davon hält oder hat vielleicht sogar eine Lösung dafür parat. Mann, ey, hoffentlich geht er ran. Thomas, du Uhrensohn! Telefon klingelt! Mann, was soll denn sowas? Fred? Na, Thomas, alles klar. Hi, Fred, ja. Hi. Hi. Thomas, kannst du mir vielleicht helfen, mir was? Ich hab da ein paar Probleme mit der Gerlinde. Echt? Nein! Ja. Hör auf! Wollte ich einfach mal einen freundschaftlichen Rat fragen. Hast du vielleicht Zeit? Fred! Dafür sind Freunde doch da! Ach super, danke dir. Ist echt nett von dir. Ohne Spaß. Hör auf! Da habe ich auch einen recht guten Kollegen, will ich jetzt einfach mal sagen. Ich hatte keine Idee für ein Video und ihr wisst ja, Sascha ist sehr kreativ, was Videos angeht. Heute kommt mal wieder eine Episode von Sascha liest Kommentare. Neue Episode. Sascha liest Kommentare. Eine neue Episode von halt einfach dein Maul. Yo, Mann, Sascha, servus, hi. Du, ich bin's Nico. Ich habe eine Frage, meine Idee, mir fällt heute einfach nichts für ein Video ein, Alter. Hättest du vielleicht eine Idee? Wie meinst du jetzt eine Episode Sascha liest Kommentare? Naja, die Realität, wie es dann war, hat dann leider doch ein bisschen anders ausgesehen. Yo, Sascha, Mann. Was geht ab, Mann? Ich bin's Nico, hey. Was mir mit dem Video besonders wichtig ist, ist, Leute, schätzt euren Freundeskreis. Und lasst euch nicht zu hart beeinflussen durch Leute in eurer Umgebung. Versucht auf Leute zuzugehen, beziehungsweise mit Leuten was zu machen, mit denen ihr wirklich Lust habt, was zu machen. Und probiert nicht irgendwie immer cool zu sein, weil ihr wisst ganz genau, wie es laufen kann. Freunde haben in eurem Leben wirklich einen sehr, sehr krassen Einfluss darauf, wie ihr euch entwickelt. Das habe ich gemerkt. Ich bin früher immer mit den Coolen gehangen. Yo, Marcel, was geht ab? Der war gut, oder? Spaß beiseite. Nee, das Wichtige ist einfach nur, schaut, dass ihr euch in die richtige Richtung... Was laber ich mir für einen Scheiß vom Pistor? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch nicht gefallen. Wenn es der Fall ist, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst 17 Daumen nach oben da. Wenn dieses Video 70.000 Likes erreicht, ja, dann lade ich morgen die neueste Episode Chat Roulette hoch. Also macht euch keinen Kopf, Leute. Haut rein, abonnieren, kommentieren, extrahieren, flamentieren, instrumentieren, plakettieren, visitieren, aktivieren.